Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1293. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal zwei polierte Bernsteine, nehmen die einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen, haben hier 9 neue Angebote und 3 neue Events, einmal jugendlichen Springer, aber leider, also wirklich leider, für Geld und nicht für Runen. Und guckt mal hier, wieso ist das hier so blau und hier nicht? Aber egal. Na gut. Dann haben wir noch Frühjahrshäcksler, gut, haben wir erst bekommen. Bruchspalter, okay, kaufen wir nicht. Und ja, dann gehen wir einmal in die Events. Hier haben wir jetzt noch die VIP-Woche für morgen dann aber erst. Die bekommen wir, also haben wir erst im morgigen Video. Und dann haben wir nochmal eine Suche für Erba, den Stoischen. Also den gibt es in letzter Zeit auch übel oft, oder? Oder kommt mir das so vor? Aber gefühlt sehe ich den ständig, diesen Kerl. Aber naja, gut. Schicken wir erstmal kurz den Baywatcher los, dann haben wir ohne Zahn gestern zu einer Reise geschickt, da können wir direkt weitermachen, konnten wir jetzt leider nicht auf Garantie kaufen. Ja, das Goldpaket ist es nicht wert für 4200 Runen, wenn es ein Premium-Paket wäre, wäre ich voll dabei, aber im Goldpaket nicht, deswegen, ja, nehmen wir das nicht mit. Wir können jetzt erstmal die Kollegen hier alle losschicken, let's go, schauen wir mal, kriegen wir hier alle los, das sieht sehr gut aus, ja, wunderbar. Kriegen damit schon mal 27.700 Eisen und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil, weil wir wollen ja heute schauen, dass wir es schaffen, unseren, ja, die große Schmiede hochzumachen. Wir werden wahrscheinlich ein ganz paar Runen gleich ausgeben müssen, um den Kollegen zu beschleunigen. Aber mal gucken, das werden wir sehen. Jetzt können wir erstmal die Kollegen noch hier losschicken, kriegen damit noch mal ein bisschen Eisen. Ich bin gerade echt unsicher. Wir kommen so auf 37.000 Eisen. Bin ich mir unsicher, ob das reichen wird. Weil wir können ja 45.000 lagern, deswegen, da bin ich mal gespannt. Weil jetzt haben wir, genau, fast 37.000 Eisen. Ich bin mir gerade unsicher, hatten wir hinten noch jemanden losgeschickt? Das werden wir auch gleich sehen, mal schauen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen durch eine Jahreszeitenstatue noch ein bisschen Eisen. Das wäre schön. Gut, das ist erstmal Bernstein, also kein Eisen. Ein paar Runen, naja gut. Hier nochmal ein Sammlungsstück. Und nochmal Bernstein. Also auch kein Eisen hier dabei. Ja, werden wir sehen. Müssen wir schauen. Wir können jetzt zuallererst erstmal noch den Kollegen füttern. Du bist billig. Dich füttern wir erstmal nicht. Dich füttern wir erstmal auch noch nicht. Gut, den hatten wir jetzt leider nicht losgeschickt. Du warst unterwegs. 8 Stunden würdest du noch unterwegs sein. Gut, die 116 Runen können wir dann gleich ausgeben. Da pfeifen wir dich auf jeden Fall zurück. Das warten wir jetzt nicht mehr ab. Wir probieren es heute zu erreichen. Wenn wir Pech haben, erreichen wir es heute so oder so nicht, weil halt das Eisen fehlt. Aber das werden wir sehen. Wir müssen nur noch hier füttern. Let's go. 1, 2 Mal. Dann jetzt einmal wieder den Fisch auffüllen. So. Wunderbar. Du kannst wieder los. Dann gehen wir einmal wieder hier hinter. Nochmal füttern, füttern. Und kriegen wir jetzt, wir haben nicht mal genug Fisch dafür. Egal, gehen wir wieder hierher, können den Kollegen jetzt nochmal füttern, dann haben wir jetzt ein bisschen zu wenig Fisch. Können dieses Ra-Paket noch öffnen, vielleicht reicht es damit schon aus, na ganz sicher nie. Gut, dann können wir das einmal öffnen. So, gut, ja, wir haben ja noch ein Fischpaket. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Damit kriegen wir genug Fisch. Let's go. Und da ist das Ding erledigt. Haben wir durch. Das reicht auf jeden Fall aus. Da können wir einmal füttern. Du bist auf Level 165. Und damit wird uns jetzt das hier angezeigt. Kostet 40.000 Eisen. Die haben wir jetzt gerade in diesem Moment noch nicht. Aber die können wir heute sogar erreichen. Weil wir kriegen jetzt gleich schon wieder 1200 noch was oder so. Und dann müssen wir nur noch 2 Mal losschicken. Und da passt das. Da erreichen wir das nämlich doch noch. Weil jetzt zum Beispiel hier, genau, 1150 oder so waren es, 46. Und da kommen wir auf die 40.000, weil da müssen wir jetzt noch 2,5 Mal ungefähr losschicken. Und da ist es dann erledigt. Gut, die anderen Legendären sind jetzt leider noch nicht wieder da. Das heißt, ich kann sie jetzt auch noch nicht wieder losschicken. Ist natürlich ein bisschen schade, aber gut, müssen wir mal schauen. Wir können jetzt erst einmal hier am Glücksrad drehen. Und wir bekommen hier einmal das Sammlungsstück, sehr schön. Nehmen wir das mit. Let's go. Dann kannst du hier schon wieder los, wieder für 100 Runen rein. Let's go. Haben wir uns zwar heute schon wieder ganz schön Minus gemacht, was die Runen angeht. Haben jetzt nur noch, ja, nur noch 12.850. Also ein bisschen geht auf jeden Fall noch. Mal gucken.
Werden wir sehen. Wir können jetzt erstmal den Kollegen hier, also Fleischklops, nochmal losschicken. Das sind die 5 Sammlungen, die normalen, genau. Dann, was haben wir hier noch? Hier nochmal ein bisschen Fisch und ganz viele seine Pakete, okay. Dann gehen wir einmal hier rein, können hier einmal das Gratis-Paket öffnen. Let's go. Und dann können wir jetzt hier einmal Knochenräuber, Riesen von Altraum, Mastering, Zipper mitnehmen. Und haben dann nochmal ein paar Runen, ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch. Wunderbar. Und dann können wir hier direkt noch das nächste Gratis-Paket mitnehmen. Let's go. So, dann nehmen wir es mit. Und da haben wir wieder 9 Unins-Marken. Und dann nochmal Skrill, Kronkel, rotes Gift. Und hier auch nochmal ein bisschen Fischholz und wieder ein paar Runen. Wunderbar. Dann können wir hier einmal aufs Kreuz gehen. Können jetzt in den Season Pass hier reingehen. Haben noch 6 tägliche Aufgaben fertig. Und eine wöchentliche, eine Season-Aufgabe. Kriegen damit auf jeden Fall auch die nächstgrößere Belohnung noch. Bin mir nur unsicher. Wenn das nochmal 150 Punkte sind, kriegen wir jetzt sogar noch 2 Belohnungen damit fertig. Schauen wir mal. Nein, kriegen wir nicht. Wir haben hier noch das. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Dann Häuptlingspaket. Ja gut, wahrscheinlich eher weniger. Kriegen wir wöchentlich was fertig. Erhöhe das... das kriegen wir hin. Das kriegen wir locker hin. 10-mal Fahrt in der Reise. Verteidige Berg kriegen wir auch hin. Ja, Drachen aufsteigen. 5 Drachen aufsteigen lassen. Das kriegt man doch auch hin. Easy Clap. Da kriegt man ja heute noch ein ganz paar Aufgaben fertig. Let's go. Erstmal nehmen wir das hier mit. Dann gehen wir einmal hier rüber. Haben nämlich Aufgabe Level erhöhen. Das können wir natürlich einmal hier machen. Und dann können wir hier nicht mehr füttern. Haben wir noch 1,1 Milliarden drin? Nein, nicht mehr. Okay. Haben wir schon mal eine wöchentliche fertig. Dann können wir die nächste wöchentliche fertig machen, indem wir Verteidige Berg starten. Let's go. Einmal mit dir und dann einmal wieder schön hier reinbrettern und alles wegholen. Beziehungsweise wir werden nicht alles wegholen, aber Hauptsache das Main-Schiff halt. So, hallo, jetzt. Und dann hier einmal so. So, wunderbar. Und dann ist das weg. Hier kann man nochmal reinschießen. Und dann hier nochmal. Damit sind die alle weg und wir haben hier eigentlich gewonnen. Genau. Wurden 2-mal getroffen, ist aber nicht so schlimm, deswegen alles entspannt. Nehmen wir jetzt hier einmal die 3 Schlüssel mit und können damit jetzt noch auf entspannt 3 Truhen öffnen. Let's go. So, dann nehmen wir es mit. 1, 2 und 3. Und haben hier nochmal ein bisschen Holz, bisschen Fisch. Leider keine Runen, die haben wir nicht erwischt, aber ist nicht ganz so schlimm. Damit haben wir die nächste tägliche Aufgabe fertig. Dann können wir hier rein, haben jetzt nochmal 1000 normale Schuppen gekriegt. Können jetzt auf die Duplikate gehen und lassen jetzt mal so ein paar Drachen aufsteigen. Ja, wir müssen alle einzeln machen, so wie es ausschaut, ne? Wir haben nur einzeln, also wir haben sie nur alle doppelt, aber nicht halt mehr als doppelt. Das heißt, ich gebe wieder ein paar Runen aus. Aber okay, Mündungsschlund, genau, weg mit dir. Narzissi, du auch. Ja, den jetzt nicht, dafür Feuerschweif und Feuerwurm. Und dann müssten das ja, ich glaube, 5 gewesen sein. Lass 3 aufsteigen, ja. Lass 5 aufsteigen, wunderbar. Dann gehen wir einmal hier rein, können jetzt hier nochmal reingehen. Können hier 3-mal tauschen. Ja, es wäre halt geil, den zu kriegen, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Wir haben ja gerade das angefangen und da ist es höher wahrscheinlich, dass wir den hier kriegen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf den Kollegen. Schauen wir mal, ob hier was dabei ist. Wir kriegen ein Häufig-Paket. Dann haben wir hier noch ein Häufig-Paket und ein bronzenes Aufstiegspaket. Okay, also nicht ganz das, was wir wollten, aber nicht so schlimm. Damit kriegen wir wahrscheinlich noch die nächste wöchentliche Aufgabe fertig mit öffne so und so viele Pakete. Schätze ich mal, weil wir hatten ja vorhin schon relativ viel. Jetzt haben wir nochmal 3 obendrauf. Das sollte auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was bringen. Schauen wir mal, hier nochmal ein bisschen Rune, ein bisschen Fisch, ist immer gut. Dann können wir auf jeden Fall dann gleich nochmal Baby-Tagschatten füttern. Und hier noch das und hier gibt es auch noch einmal ein bisschen Fisch, bisschen sehr viel Fisch sogar. Holz und wieder einen polierten Bernstein. Haben heute wieder ganz paar Runen ausgegeben, aber ist ja nicht ganz so schlimm. So, dich können wir 3-mal füttern, dann können wir das hier einsammeln, dann können wir dich nochmal füttern und dann kannst du für 7000 Eisen ins Training. Das machen wir jetzt nicht. Denn jetzt kann der Kollege erstmal los. Und damit muss er noch einmal zurückkommen, dann haben wir auch schon alles, was wir brauchen. Haben jetzt noch 5 tägliche Aufgaben fertig, kriegen damit auf jeden Fall hier nochmal die Belohnung und dann sogar gleich nochmal Belohnungen. Das heißt, wir haben heute insgesamt 8 Belohnungen, die wir uns hier einsammeln können jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das wurde jetzt zwar nicht richtig angezeigt, aber egal. Fahrt in der Reise kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch hin. Wobei es könnte knapp werden, weil der auf einer langen Suche ist. 9 wöchentliche Pflichten kriegen wir aber wahrscheinlich nicht hin.
Okay, ohne Zahn auf Erkundung können wir die nächsten Tage machen. Hier passt uns erstmal alles. Und dann muss ich noch Events suchen machen. Na gut, das kriegt man schon irgendwie hin. Jetzt bekommen wir erstmal insgesamt 1000 Season-Währung, einen polierten Bernstein, zwei Früchterweise, 100 Ruhen und 100 Odinsmarken. Die können wir einmal mitnehmen. Let's go. Können damit jetzt natürlich auch gleich wieder zwei Season-Geschenkpakete öffnen. Beziehungsweise wir nehmen nur eins mit. Täglich ein Paket so ungefähr. Schauen wir mal hier rein und wir bekommen heute einmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch und wieder ein paar Runen. Nichts allzu Besonderes, aber damit sind wir wieder über 13.000 Runen, was auf jeden Fall auch angenehm ist. Haben wir es doch wieder kurz hochgezogen. Sehr schön, dann können wir einmal noch hier reingehen, den Spießenlauf hier. Der hat es ein bisschen in sich, da hat man ja die letzten Tage ja schon ganz schön zu kämpfen, also... Mal schauen, dass wir das jetzt hier schaffen und machen. Aber ich denke mal, das wird schon. Wir gehen zuallererst einmal auf den Champion-erschütternden Rüttler. Greifen mit unserem Knochenräuber normal an. Gehen dann mit dem Sturmschneid mit der Schwäche einmal rein. Und dann schauen wir mal. Theoretisch könnten wir den mit dem Skrill mit der Dreierattacke schon wegkriegen. Warte mal, wenn ich jetzt das mache, dann die Dreierattacke bin ich auf einem unten... Und so würde ich ihn so auch wegkriegen. Ne, so würde ich ihn nicht wegkriegen. Aber mit der Dreierattacke soll es gehen. Dann sollten wir nämlich auch auf genug Aktionspunkte kommen und danach direkt auf die Heilung zu gehen. Das war nämlich jetzt für mich das Wichtigere. Aber nein, kommen wir leider nicht, weil der Skrill später drankommt. Mist. Ja, dann nehmen wir uns hier einmal die Stärke. Und dann glaubt halt mal wieder ein Aktionspunktebeschleuniger dran. So, wunderbar. 400 Leben ungefähr im Durchschnitt hochgeheilt. Oder ein bisschen mehr sogar. Was ganz gut ist, jetzt als nächstes direkt nochmal auf die Heilung, damit das hier gut läuft. So, und hier direkt die nächste Heilung. Wunderbar. Und dann können wir uns jetzt einmal hier den Donnertrommler noch wegholen. Da gehen wir zuallererst mit unserem Skill rein. Geben dann einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid und greifen mit dem Knochenräuber nochmal normal an. Damit ist der weg. Wir sind in der nächsten und auch letzten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal wieder auf den Kollegen. Hauen direkt nochmal die Heilung hier raus. Einfach um uns wieder gut hochzuheilen. Können dann jetzt mit unserem Knochenräuber hier einmal normal reingehen. Kriegen den Kollegen leider noch nicht ganz weg. Aber mal gucken, das werden wir schon noch schaffen. So, da gehen wir jetzt einmal mit dem Skrill nochmal normal rein. Sturmschneid jetzt Schwäche. Damit ist der Kollege weg. Jetzt gehen wir auf den Holzklau, weil der hat halt noch eine Flächenattacke. Das Gute ist, auf die kommt der jetzt nicht. Und wir können uns jetzt gleich wieder hochheilen, was halt für uns schon mal sehr schön ist. Ich meine, gut, der kann theoretisch auch heilen. Vielleicht tut er das auch gleich. Mal gucken. Aber das wäre zumindest keine Attacke, die uns Schaden machen würde, sondern bei dem ist das wirklich nur eine Heilungsattacke. Was halt auf jeden Fall entspannter ist. Aber schauen wir mal. Einmal mit dem Skrill normal rein, dann mit dem Sturmschneid geben wir hier einmal die Schwäche. Mit dem Knochenräuber gehen wir nochmal auf die Stärke hier. Und ja, dann können wir den Kollegen hier jetzt auf jeden Fall noch wegholen. Das heißt einmal so und einmal so und Knochenräuber normal. Der Kollege ist weg und wir haben hier gewonnen. Let's go! So, da sammeln wir oder drehen wir erstmal im ersten Glücksrad. Hier kriegen wir 67,5 Millionen Fisch. Wunderbar, nehmen wir das mit. Dann drehen wir direkt am nächsten Glücksrad. Hier bekommen wir jetzt nochmal Holz. Damit ist das Holzlager wieder einmal voll. 225 Millionen nehmen wir mit. Können dann hier jetzt einmal aufs Kreuz gehen. Können jetzt nochmal den Fisch einsammeln. Und dann können wir nämlich hier rüber switchen. Können den Kollegen einmal wieder losschicken. Haben damit 40.155 Eisen. Diese 40.155 Eisen sollten auf jeden Fall genug sein. Hallo? Sollten auf jeden Fall genug sein. Um einmal hier schön ranzugehen und die große Schmiede endlich aufs nächste Level zu machen. Ich bin mir unsicher, wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann zieht es wahrscheinlich schon direkt hoch, oder? Genau, das ist ein bisschen schade, finde ich, dass sie das nicht so richtig ja, besser geregelt haben, dass man das noch kontrollieren kann, sondern dass es das halt sofort hochzieht. Aber naja, 5 Tage, 15 Stunden dauert der Spaß, 1628 Runen würde es kosten, um zu beschleunigen, die hätten wir ja sogar... Aber, ja, die nehmen wir jetzt nicht. Damit ist das Ding auf Level 7. Da kriegen wir dann hier 500 Wikinger wieder mehr, die wir machen können. Müssen natürlich erstmal die ganzen Statuen hochmachen. Also nicht Statuen, sondern Wassertürme sind das. Und ja, was kriegt man noch? Wir kriegen auf jeden Fall mehr Eisen. Das ist schon mal Logo. Oh, die hätte ich fast vergessen. Die sollte ich natürlich auch noch füttern. So, hier haben wir noch einen Titan. Das können wir auch noch drehen. Hat man das gestern überhaupt gemacht? Bin ich mir gerade unsicher. Okay, dann gehst du halt wieder los.
Höher trainieren können wir noch nicht. Das bleibt erstmal noch. Wir können aber dann hier auf jeden Fall unser Lager wieder erhöhen, was schon mal sehr schön wird. Und mehr ist er nicht. Das sind dann die beiden Dinger, okay. Und stopp, stopp, stopp. Es ist doch noch was. Wir kriegen dann, können uns dann diese Insel holen, weil wir genug Eisen lagern können. Weil die kann man ja jetzt noch nicht holen, weil jetzt konnten wir ja nicht genug lagern. Wir konnten ja nur 45.000 lagern und dann brauchen wir 48.500. Rein mathematisch halt nicht ganz so möglich, deswegen. Aber okay. Ja, dann würde ich sagen, wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.